liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unserer Reihe Fragen zur Energiewende. Ja, bei der Energiewende kommt der Stromversorgung eine besondere Bedeutung zu. Denn vieles, wofür wir derzeit fossile Brennstoffe wie Gas oder Benzin nutzen, soll künftig mit Hilfe von grünem Strom funktionieren. Stichwort Elektromobilität oder Heizen mit Wärmepumpen. Manche Experten sehen unsere Energiezukunft sogar in einer All-Electric Society, einer Gesellschaft, die ihren Energiebedarf allein mit Hilfe regenerativ erzeugten Stroms deckt. Entsprechend groß sind die Anforderungen an das Stromnetz der Zukunft. Die Stadtwerke Jena Netze sind in Jena Besitzer und Betreiber aller Leitungen, Anlagen und Anschlüsse zur Stromversorgung der Haushalte und Unternehmen. Sie sind verantwortlich für den sicheren Betrieb, die Instandhaltung und den bedarfsgerechten Ausbau des Stromnetzes. Aktuell versorgen die Stadtwerke Jena Netze in Jena rund 16.000 Netzanschlüsse. Dafür betreibt das Unternehmen fast 1.100 Kilometer Leitungen in unterschiedlichen Spannungsebenen. Der größte Teil des hier verbrauchten Stroms erreicht Jena aus dem überregionalen Übertragungsnetz mit sogenannter Hochspannung von 110.000 Volt. In den drei großen Umspannwerken in Jena-Göschwitz, Jena-Nord und Jena-Süd wird sie auf die stadtweit übliche Mittelspannung von 10.000 oder 20.000 Volt umgewandelt und dann an die rund 430 Trafohäuschen in Jena weiterverteilt. Dort wird der Strom dann auf die steckdosengerechte Niederspannung von 230 Volt umgespannt und an die Haushalte verteilt. Im Jahr 2022 wurden durch die Leitung der Stadtwerke Jena Netze insgesamt rund 347 Gigawattstunden Strom an Haushalte und Unternehmen in Jena geliefert. Durch die gleichzeitige Energie-, Wärme- und Verkehrswende wird der Strombedarf in Jena in den nächsten Jahren erheblich steigen. So gehen Experten von einer Verdopplung bis Verdreifachung des Leistungsbedarfs in Spitzenzeiten aus. Dabei ist gar nicht die in Summe notwendige Strommenge die Herausforderung, sondern die zu erwartenden starken Leistungsschwankungen, sowohl in der Erzeugung als auch im Verbrauch. Um all diese Herausforderungen ohne einen kompletten Stromnetzausbau zu bewältigen, setzen die Stadtwerke Jena Netze auf eine intelligente Steuerung eigener und fremder Anlagen. Konkrete Lösungen dafür erproben sie in ihrem Reallabor der Energiewende Jenergie Real. Kern ist der Aufbau eines virtuellen Kraftwerks, das Erzeuger, Verbraucher und Speicher von Strom und Wärme digital verknüpft und in Echtzeit steuerbar macht. Es berücksichtigt die Haupttreiber des Energieverbrauchs in Städten, Verkehr, Gewerbe und Wohnen und betrachtet die Sektoren Strom und Wärme gemeinsam. Erstmals wird auch die Elektromobilität sowie der private Strom- und Wärmeverbrauch in den Wohnungen integriert. Gemeinsam bilden sie eine leistungsfähige virtuelle Kraftwerksstruktur, in der jede Anlage netzdienlich gesteuert werden kann, um das bestehende Stromnetz effizienter auszulasten und den nötigen Netzausbau zu verringern. So soll mittels Digitalisierung die Energiewende in Städten bedarfsgerecht und bezahlbar umgesetzt werden. Ja, liebe Zuschauer, wie wir eben im Beitrag gesehen haben, die Betreibung eines Stromnetzes ist eine ziemlich komplexe Sache und die Herausforderungen werden in der Zukunft nicht geringer. Es wird mehr Verbraucher geben, klar im Rahmen der Energiewende, und es wird wahrscheinlich auch größere Schwankungen geben. Und wie diese Herausforderungen gemeistert werden können, darüber sprechen wir jetzt mit Benny Gottschalk. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Westsächsischen Hochschule in Zwickau. Und Sie betreuen in Kooperation mit der Stadtwerke Jena Gruppe das Projekt Jenergie Real. Hallo, Herr Gottschalk. Hallo. Was ist Jenergie Real? Jenergie Real ist ein Forschungsprojekt. Das ist ein Reallabor-Projekt quasi, wo technische Lösungen im Reallabor untersucht werden sollen. Und hier natürlich thermische, elektrische Lösungen. Und diese ganzen einzelnen Komponenten, die dann dazugehören, Verbraucher, Erzeuger, Elektromobilität und so, die sollen virtuell und intelligent miteinander vernetzt werden in einem virtuellen Kraftwerksgedanken. Was bedeutet das konkret? Ein virtuelles Kraftwerk ist im Grunde genommen wie ein großes Kraftwerk. Das kann man sich ja vorstellen. Großes Kraftwerk, Kohlekraftwerke, kann man das anfangen. Es ist ein großer Erzeuger, der produziert Energie für Städte, Gemeinden und so weiter. Und hier im virtuellen Kraftwerk ist im Grunde genommen der Gedanke, ich habe ganz viele einzelne Erzeugeranlagen, PV-Anlagen, vielleicht ein Elektrolyseur und solche Dinge. Und habe einzelne Verbraucher, Elektromobilität, Wärmepumpen und so weiter. Und diese werden alle intelligent miteinander verbunden, damit man ein virtuelles Kraftwerk daraus entwickeln kann. Wir wollen quasi Lösungen aufzeigen, wie diese Energiewende für den Nutzer und für den Bürger spürbar voranschreiten kann.
Und da sind viele Dinge dabei, die können Nutzer oder Bürger auch gar nicht sehen, was da dazugehört. Und diese Sachen wollen wir im Jena-Gereal angehen. Können Sie das konkretisieren? Was sind diese Dinge, die ich jetzt als Normalverbraucher eigentlich auch gar nicht sehen kann? Also generell Energiewende, da steckt das Wort Energie ja schon drin. Und Energie ist ja nicht nur jetzt elektrische Energie, sondern auch thermische Energie. Und diese beiden Sektoren müssen jetzt angegangen werden. Wir müssen aufzeigen, dass wir thermische und elektrische Energie voll regenerativ bereitstellen können und dass wir das auch schaffen, das ohne von außen vielleicht noch in Größenordnungen fossile Energien einzukaufen bewältigen können. Inwieweit betrifft das, oder anders gesprochen, welche Bereiche des täglichen Lebens, wo Strom und Wärme erzeugt bzw. verbraucht wird, inwieweit kann Jena-Gereal dazu beitragen, Verbräuche zu optimieren, vielleicht auch zu reduzieren? Vielleicht könnten Sie das mal wirklich an einem konkreten Beispiel festmachen. Genau. Also generell greift das ja in alle Sektoren des öffentlichen Lebens oder des privaten Lebens auch mit ein. Das fängt an, wenn ich zu Hause zum Beispiel heizen möchte, wenn ich zu Hause Energie verbrauche mit meinen elektrischen Verbrauchern, die ich habe, Kühlschränken, Herd und so weiter. Das geht über Mobilität. Wie lade ich zum Beispiel ein Elektroauto? Fahre ich Elektroauto? Brauche ich überhaupt Individualverkehr? Wie komme ich überhaupt von A nach B? Brauche ich dafür öffentliche Verkehrsmittel? Oder reicht da vielleicht auch ein Mikromobil zum Beispiel aus? Solche Dinge werden dort angegangen. Also, wie ich das jetzt verstehe, geht es darum, wie kann man die verschiedenen Bereiche, die Sie eben auch angesprochen haben, sinnvoll miteinander vernetzen, sinnvoll miteinander koppeln, um daraus oder darüber Energie zu sparen? Verstehe ich das jetzt richtig? Genau, genau. Generell muss man ja dazu sagen, dass zur Energiewende erstmal die Energieeinsparung Schlüsselfaktor ist. Das heißt, wir müssen als allererstes aufzeigen, wie können wir Energie einsparen. Und dann hat sich in der Vergangenheit oder in vergangenen Projekten schon gezeigt, dass wir das ohne diese ganzen Sektoren, von denen ich gerade auch gesprochen habe, intelligent zu vernetzen und diese intelligente Vernetzung auch darzustellen, dass das auch nicht möglich sein wird. Das heißt, es geht also nicht nur darum zu gucken, klar, weniger Energieverbrauch ist das eine Thema über Verbraucher, die an sich per se energiesparsamer sind. Aber es gibt auch ein großes Potenzial in der Vernetzung der verschiedenen Bereiche. Verstehe ich das richtig? Genau. Also ich kann da zum Beispiel mal auf ein Praxisbeispiel verweisen. In der Wohnungsheizung. Also gerade wenn ich Mehrgeschosswohnbauten habe und ich habe dort verschiedene Wohneinheiten und die haben alle einen Heizbedarf. Also sie müssen die Wohnung warm bekommen und so. Und das wird ja heutzutage relativ individuell gemacht. Also ich habe irgendwo eine Gastherme oder einen Kessel oder so, der produziert mir meine Wärme. Und jeder Nutzer hat dann ein eigenes Wärmeempfinden, möchte 21, 23, 25 Grad in seiner Wohnung haben. Und diese Thermostate und auch die Energiebereitstellung, die dann im Keller von diesen Mehrgeschosswohnbauten ist, die unterhalten sich nicht miteinander, die sind nicht vernetzt, die wissen im Grunde genommen nicht, was sie machen. Ich gebe nur oben, sage ich, ich möchte jetzt mehrere 20 Grad haben, 25 Grad haben und dann wird mir diese Energielieferung quasi zugeteilt. Und was wir jetzt aber machen wollen, ist, diese ganze Sache intelligent zu machen. Ich werde erstmal dem Nutzer sagen, welche Temperatur möchtest du? Und dann gibt dieser Nutzer eine Temperatur-Sollwertvorgabe, 21 Grad zum Beispiel. Dann weiß das System, okay, ich achte jetzt darauf, dass das diese 21 Grad sind und achte aber auch auf Dinge wie offene Fenster, sind die Türen geöffnet und solche Sachen. Das sind Dinge, die man als Nutzer, kennt man aus der eigenen Erfahrung, teilweise vergisst dann auch. Das System weiß das. Und der nächste Schritt ist dann, wenn das im gesamten Block gemacht wird, dann kann ich pro Stufe auch einteilen, wie viel Energie brauche ich denn als Zuteilung. Und dann kann ich diese Wärmeerzeugung, die zentral dann stattfindet im Gebäude unten, dazu noch einstellen oder dazu bringen, dass die auch nicht auf 60 Grad hochheizt oder auf 80 Grad hochheizt, wo extrem viele Verluste drin sind, sondern ich sage, ich brauche vielleicht nur 45 Grad, weil im gesamten Gebäude weiß ich die Wärmeanforderungen und brauche nur diese 45 Grad liefern. Und so kann das ganze Gebäude, wenn es intelligent miteinander vernetzt ist, Energie sparen. So wie Sie das beschreiben, kann das ja alles nur funktionieren, wenn die einzelnen Teilnehmer tatsächlich digitalisiert sind und auch digital miteinander kommunizieren können. Das heißt, Digitalisierung ist die Voraussetzung für alles. Natürlich, selbstverständlich. Also ohne die Digitalisierung wird es nicht funktionieren. Und das ist aber auch eine Sache, die man im eigenen privaten Leben vielleicht auch schon so festgestellt hat, dass die Digitalisierung ja fortschreitet. Das ist nicht, wir arbeiten hier nicht im statischen Raum oder müssen ganz neue Dinge entwickeln, sondern die meisten Sachen sind tatsächlich schon da. Sie müssen jetzt nur intelligent angewendet werden. Das wäre auch zum Beispiel jetzt im Strombereich Smart Grid, von dem ja immer so viel die Rede ist. Also das heißt,
Zu irgendeinem Zeitpunkt müssen alle Verbraucher in irgendeiner Form digital miteinander kommunizieren können, um eben diese Effizienzsteigerung erreichen zu können. Genau. Beim Strom kommen tatsächlich noch ein paar andere Aspekte mit dazu. Zum Beispiel ist es auch notwendig eigentlich, oder auch in der Theorie, das ist das, was man auch im Studium zum Beispiel lernt, in der Theorie ist es notwendig, dass ich in einem Drei-Phasen-System, so wie wir es ja haben, mit den drei Phasen, kennt man ja die rote Steckdose zum Beispiel, dass alle Phasen gleich belastet werden. Aus vorangegangenen Forschungsprojekten und jetzt auch bereits im Jena-Gireal konnten wir aber feststellen, dass das im Niederspannungsnetz so gut wie nie der Fall ist. Das heißt, auch hier müssen Lösungen gefunden werden, dass ich diese Symmetrie wieder bewerkstelligen kann oder hinbekomme im Niederspannungsnetz, weil die Unsymmetrie dazu führt, dass Transformatoren zum Beispiel gar nicht so weit ausgelastet werden können, wie sie das normalerweise könnten. Und wenn wir daran denken, wir wollen alles elektrisch dann irgendwann mal machen. Wir wollen die All Electric Society initiieren. Das heißt, wir brauchen elektrische Fahrzeuge, Wärmepumpen. Der Bedarf an elektrischer Energie wird somit steigen. Aber mein System kann das überhaupt nicht bereitstellen, weil es überhaupt nicht daraus ausgelegt ist. Und auch da brauche ich dann im Grunde genommen die Digitalisierung. Ich muss die Trafostation vermessen. Ich muss im Idealfall die Verbraucher noch vermessen und kann so das Netz darauf abstimmen, dass es immer auf den Verbrauch, den ich benötige, gewährleisten kann. Von was für einem Einsparungspotenzial sprechen wir denn jetzt allein durch so eine digitale Vernetzung? Das sind Dinge, die müssen wir natürlich im Jena-Gireal dann eruieren. Wir haben in Vorläuferprojekten auch hier in Jena bereits aufzeigen können, dass in einem Mehrgeschosswohnbau nur durch diese thermischen Dinge, die ich vorhin, über die ich vorhin gesprochen habe, bis zu 30% tatsächlich eingespart werden können. Das ist ein gewaltiger Wert, wenn man das mal sieht, dass in einem normalen Wohnblock diese 0% sein könnten. Dann sind diese 30% Primärenergieeinsparung, die dort möglich sind, gewaltig. Das wird nicht in jedem Block stattfinden. Und gerade bei Blöcken, die vielleicht schon thermisch mal saniert wurden, sind wir da auch niedriger. Aber am Ende ist jede Energieeinsparung ein Weg in die richtige Richtung. Wo stehen Sie denn jetzt mit Energiereal? Es ist ein Reallabor. Wie lange dauert es denn noch, bis wir tatsächlich in der Wirklichkeit, in der Realität angekommen sind? Also wir haben jetzt im Projekt mehrere Projektphasen. Die ersten zwei Projektphasen haben wir jetzt bereits abgeschlossen. Das ist einmal die Machbarkeitsphase, wo wir quasi geschaut haben, diese Dinge, die wir uns zur Antragstellung mal überlegt haben, sind die umsetzbar, wie sind die umsetzbar, müssen die Konzepte nochmal angepasst werden. Und die nächste Phase war jetzt die Konzeptionsphase. Das heißt, wir haben jetzt erste Konzepte entwickelt, die wir dann umsetzen wollen. Und diese zwei Phasen sind jetzt quasi so langsam abgeschlossen. Wir gehen jetzt in die Prototypenphase über. Das heißt, es werden für diese ganzen Systeme, die wir dort aufbauen möchten, thermische Systeme, elektrische Systeme, Abrechnungssysteme zum Beispiel, erste Prototypen entwickelt. Und die werden jetzt in der Prototypenphase getestet und gehen dann in die Umsetzung. Das heißt, jetzt mal so Zeitrahmen, wann wird so diese Umsetzung dann erfolgen? Die Umsetzung wird ab Anfang nächsten Jahres dann erfolgen. Wir haben uns selber, also auch die Projektpartner haben uns sich selber diesen Meilenstein quasi gesetzt, diesen Abbruchmeilenstein 2025, weil wir selber nachprüfen wollen, diese Konzepte, diese Prototypen, die wir entwickelt haben, sind die auch umsetzbar und bringen die für uns auch diese Einsparungen, die wir möchten? Ist das für uns auch das, was wir uns erwartet haben? Nicht, dass wir Fördergelder, Steuergelder dann für irgendetwas ausgeben, was am Ende nicht den Impact bringt, den wir uns erwartet haben. Und deswegen ist 2025 dieser harte Meilenstein für uns, wo wir prüfen, diese Prototypen, die Konzepte, sind die so, wie wir es uns berechnet haben? Können wir die so umsetzen? Und dann geht es in die Umsetzungsphase. Und da wird dann das Geld auch investiert. Und sollte sich jetzt herausstellen, was man ja hoffen, dass das alles tatsächlich auch so funktioniert, dann ist das Thema ja die Skalierbarkeit. Sie sagen, jetzt ist momentan Projekt, also quartiersbezogen. Ist das auch das Ziel, zu sagen, zu schauen, okay, wie skalierbar ist ein solche digitale, intelligente Vernetzung? Genau. Generell ist ja so ein Projekt immer so eine Blaupause. Ich schaue erstmal, geht das im Quartier? Und wenn es im Quartier funktioniert, schaue ich, habe ich Vergleichsquartiere, wo ich es genauso umsetzen kann? Dann kann ich das dort genauso umsetzen. Bei den elektrischen Systemen zum Beispiel sind wir schon über Quartier hinaus, weil das in einem Quartier zu machen, wäre einfach viel zu klein. Das kriege ich innerhalb von ein paar Wochen gelöst. Da sind wir zum Beispiel schon im Stadtmaßstab tatsächlich. Und wenn wir dort die Lösungen generiert haben, ist es ja für uns überhaupt kein Problem mehr zu schauen, können wir die adaptieren auf andere Regionen, gehen die auf andere Städte zu adaptieren. Und das ist das große Ziel auch vom Jena-Gireal, eine Blaupause zu sein, auch für andere Städte, andere Kommunen, diese Energiewende durchführbar zu machen. Vielen Dank, Herr Gottschalk, für das Gespräch. Und wir drücken Ihnen natürlich die Daumen, dass das Projekt Jena-Gireal die Ergebnisse bringt, die Sie sich erhoffen. Ja, vielen Dank.
Ja, liebe Zuschauer, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. In der nächsten Folge beschäftigen wir uns mit der Transformation von Erdgas hin zu Wasserstoff. Bis dahin, machen Sie es gut.